Und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute mal ein bisschen anders, weil wir einfach nicht so wirklich gedacht haben, dass wir filmen. Wo fahren wir, liebe Petra? Auf jeden Fall am Gardasee. Monte Carone, jetzt habe ich es. Monte Carone heißt er. Und zwar ist das die Seite beim Passo Rocchetta drüben, nur weiter oben. Und das ist ein richtig cooler Militärweg auch. Das sieht man daran, dass der wieder schön gebaut ist auf der Seite. Nur halt schon ganz schön zerfallen. Und dementsprechend aber der perfekte Trail mit mega Aussicht über den See. Nur ein bisschen dunstig ist es jetzt schon. Genau, und jetzt haben wir gedacht, wir nehmen euch jetzt doch noch schnell mit Weil es für so das schön kurze ist. Video, weil es so schön ist. Und jetzt schmeiße ich mal einen kleinen Schwenk, dass ihr schon mal ein kleines Also da ist der Weg oder der Trail. Und da hinten ist so eine kleine Hütte, ja, mega geil. Ja, schön. Schön zu üben hier. Ah ja, sieht ganz gut aus. Durchgegangen, oder? Ja, zum Glück, oder? Sehr gut. Die sind immer gemein. Ja, weil die so rutschig sind. Ja. Ja.
Bist du anders gefahren? Na klar. Geil. Das ist so schwer, wenn es auch gleich. Weißt du, ich suche die Herausforderung. Ja. Na klar. Ah, gut. Nee, der Rucksack hat gestritten. Aber ich glaube, meiner ist auch ein bisschen dicker wie deiner. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Weißt du, was meine Oma gesagt hat, ja? Wenn einer schreibt, muss der andere ruhig sein. Was hat sie gesagt? Wow. Warte, ich mach ganz kurz mal einen Eckenschwenk. Boah, das sieht schon schön aus jetzt. Aussicht über Limone ist jetzt echt traumhaft. Auch wenn keine Sonne mehr da ist. Da sieht man die ganzen alten Zitronen an Baustellen. Ja, wie heißt denn das? Plantage ja wohl nicht, oder? Ist ja kein Hamm. Gibt es da jetzt diesen neuen Radweg eigentlich schon? Ja.
Die meisten werden ihn jetzt wahrscheinlich schon kennen von euch, aber das ist der neue Radweg zwischen Limone und Riva. Leider noch nicht über die ganze Strecke, aber der Teil, der schon fertig ist, der ist richtig cool. Also der ist schon echt edel, finde ich. Ja. Mit der schon mal gefahren? Ja, mit der Vanessa, mit dem Hänger. Hast du da ein bisschen gefahren? Ja. Ich hab den Unterricht drüber gesehen. Ja, vom Plan her soll eben der ganze See mit einem Radweg umspannt werden. Natürlich jetzt nicht alles überhängen, aber eben der komplette See soll dann umradelbar sein, ohne die Straße benutzen zu müssen. Fertig ist der Radweg leider noch nicht, deswegen muss man auch noch ganz schön viel über die Hauptstraße fahren.